Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Car Mechanic Simulator 2021. So, wir sind noch weiter dabei, an dem Fahrzeug zu schrauben. Füllen wir mal die Wischerflüssigkeit auf, dann haben wir die Aufgabe auch erledigt. So. Zahnriemen steht noch auf dem Programm. Und irgendeine Nockenwelle ist defekt, das heißt, das Ding hier muss mal runter. Ach so, genau, die Sachen waren ja auch nicht alle in Ordnung. Das heißt, die müssen wir auch alle mal demontieren. Sonst sieht der Motor richtig schick aus, ne? Zündkerzen mal raus. Mal auch direkt einsprühen. Tup, tup, tum, 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 tum. Eine Nockenwelle müssen wir machen, den Zahnriemen müssen wir machen. Das sind schon mal recht teure Posten bei so einem V8, aber ja, ist halt, wenn man nicht aufpasst, was man für ein Auto kauft, ne? Dann passiert sowas. Die ist kaputt. Die ist kaputt. Das hatten wir ja auch gesehen, dass da einige kaputte bei waren. Zündkerzen waren auch ein Teil nicht in Ordnung. Die Hälfte genau. Kleine, mehr sogar fünf waren nicht in Ordnung. Sehe schon eine Schraube mindestens, ne, eine ist es, die wir einsprühen müssen. Aber das geht ja easy. So, den können wir abmachen. Den, der war glaube ich auch nicht in Ordnung. Doch, der war in Ordnung, okay. Aber hier sieht man schon, da ist die defekte Nockenwelle. So, jetzt gucken wir mal, was er hier auseinanderbaut. So. So. Der muss runter. Müssen wir mal gucken, was wir hier alles abschrauben machen müssen, dass wir an den Zahnriemen kommen. Der sieht auch nicht mehr gut aus. Achso, der Spanner muss ja erst noch weg. So, dann können wir die ganzen Rollen hier wegmachen. Dass wir vorne den Deckel, den Stehendeckel abschrauben können. Die Wasserpumpe muss auch weg, nehme ich an. Würde ich jetzt mal vermuten. Ich habe es gerade noch überlegt. Gerade noch habe ich es überlegt. Aber da war es schon zu spät. So, Steuergehäusedeckel heißt das Ding genau, nicht Stehendeckel. So. Ach so, erst muss der. Dann der. Dann haben wir hier die Nockenwelle. So. Dann brauchen wir die Nockenwelle. Wir brauchen den Zahnriemen. Und den Kraftstoffverteiler brauchen wir auch einen. So viel weiß ich noch. Die brauchen wir nicht mehr. So, einmal eine Nockenwelle. Teuer. Zahnriemen.
Zahnriemen V8 heißt das einfach. Da brauchen wir davon zwei. Und dann der Kraftstoffverteiler. Da war nur einer von fällig. So, dann können wir die Sachen nämlich schon mal montieren. So, dann kommt der hier. Und der hier. Und dann kann das Steuergehäusedeckel wieder drauf. Ja, das mit dem Kühlwasser ist auch neu. Das gab es im 2018er war das, glaube ich, ne? Auch noch nicht. Da konnte man einfach den Kühler wegnehmen und gut war. Aber das klappt jetzt hier nicht mehr so. Ja, müssen wir nachher unbedingt auch Kühlwasser auffüllen. Normalerweise macht man die Pumpe zuerst. Vor der Spannrolle. Aber ja. So, da haben wir noch einen. Keilriemen wieder drauf. Der war auch noch okay. Der war auch noch okay. Der ging auch noch klar. Und die war auch noch okay. So. Kraftstoffverteiler, das war der defekte. Da können wir den anderen reinmachen. War auch noch okay. Ich hoffe, wir haben jetzt nichts Wichtiges vergessen. Ich glaube, ich gucke das lieber gleich mal nach. Nicht, dass wir jetzt zusammenschrauben und nachher alles wieder auseinanderschrauben dürfen. Das wäre bitter. So, da haben wir alles. Eine Gummilagerbuchse habe ich noch vergessen. Ich habe sie gefunden, aber nicht ersetzt. Okay. Zündkerzen, Zündspulen, ja, das geht alles klar. Karosserieöl müssen wir noch reinmachen und Wischerflüssigkeit haben wir aufgefüllt. Das heißt, wir brauchen Zündkerzen. Die ist noch okay. Die war noch okay. Die war noch okay. Und 5 haben wir, glaube ich, also 3. Ja, 5 machen wir neu. Da müssen wir in Elektronik gehen. Zündkerzen. Oh, es gibt Glühkerzen. Das heißt, wir haben auch Diesel. So, die wir jetzt noch hatten, das sind alle unter den 73%. Achso, Zündspulen braucht man ja auch noch neue, ne? Fällt mir da gerade so ein. Muss gleich mal gucken, wo die Gummilagerbuchse ist, die ich vergessen habe. Völlig vergessen. Und dann haben wir, glaube ich, alles repariert, ne? Dann kann das gute Stück auch wieder auf die Straße und der junge Mann ist wieder glücklich. Okay, wenn er die Rechnung kriegt, wahrscheinlich nicht so glücklich, aber ansonsten sollte er glücklich sein. Und dann gucken wir mal, dass wir das nötige Kleingeld kriegen. Dass wir unser Projekt neu machen können. Okay, 3 Zündspulen brauchen wir neu. Ups.
alles, was unter 30% ist. Wie viel Geld haben wir jetzt gekriegt? Den können wir auch verkaufen. 341. Die verkaufen wir auch mal. Die verkaufen wir auch mal. So. Jetzt haben wir genug Geld. Sehr gut. Das ist dann das Problem, wenn man dann plötzlich nicht mehr genug Geld hat, ne? Dann kann man das Fahrzeug unter Umständen gar nicht richtig reparieren. Weil ich muss das ja alles vorfinanzieren. So, Öl müssen wir noch auffüllen. Und Kühlwasser müssen wir auffüllen. Darf ich auch nicht vergessen. Nachdem ich ja schon vergessen habe, das abzulassen. So, wo ist der? Peilstab da. Ja, das sieht gut aus. Kühlmittelbehälter, da haben wir, vergessen zu leeren. Peinlich, peinlich, peinlich. Wo sehe ich jetzt hier, wann Maximum erreicht ist? So. So. Oh, wir brauchen noch die Stoßstange, müssen wir noch kaufen. Oh, oh. Ich hoffe, die ist nicht zu teuer. Welche Gummilagerbuchse habe ich denn vergessen? Hier sind nur die. Also ich habe vorne irgendwo eine vergessen. Gesehen und vergessen einzubauen. War das hier die? Hätte ich da die... Kann ich den demontieren? Kann ich. Hätte ich da beide ersetzen müssen. Machen wir mal. Brauche ich ja zum Glück den Reifen nicht für abschrauben. Oder wo haben wir sonst noch eine übersehen? So. Ne, da haben wir immer noch eine übersehen. Eine Gummilagerbuchse groß. Welche ist denn das? Sehe ich die vielleicht im Inspektionsmodus? Grün? Die sind grün. Das sind die einzigen dort. Dann auf, bei dem anderen Querlenker hier nochmal. Hoppala. Haben wir da eine vergessen? Hätte ich da beide ersetzen müssen? Weil sonst fällt mir langsam nichts mehr ein, wo noch eine sein könnte. Beide neu. Jetzt haben wir sie. Okay, die war das. Eine Zündkerze noch. Heidewitzka. Muss ja dann hier auf der Seite sein.
Die hatten wir ersetzt, dann muss das die hier sein. Da müssen wir aber noch eine kaufen, da habe ich nämlich keine. Prozent, ja, war die nicht ausreichend. So, jetzt aber, oder? Noch eine. Welche habe ich da denn vergessen? Neu, oder? Ja, das war eine 100% Kerze. Die ist 75%. 75 sollte völlig okay sein. 73 ist Minimum. Hier noch eine Zündkerze vergessen. Habe ich da versehentlich eine alte reingeschraubt? Die ist neu. Die ist neu. Die ist neu. Die ist auch neu, eindeutig. Mal alle 18 Kerzen neu machen. Die hat auch 77%. Muss halt finanziell ein bisschen gucken, weil ich habe nicht viel Geld. So, jetzt sind aber alle Zündkerzen ersetzt, ne? Genau, jetzt sind sie. Weiß nicht, welche eben da nicht gepasst hat, weil eigentlich waren die alle okay. Eigentlich waren die okay. Deswegen ein bisschen. Manchmal ein bisschen das Problem, wenn die dann nicht in der richtigen Reihenfolge eingesetzt werden, dann passt ihm da irgendwas nicht. So. Haben wir alles grün. Das fehlt noch. Haben wir grün. Okay, jetzt brauche ich halt noch. Stoßstange vorne. Hier keinen. Stoßstange vorne. Karosserie. Was für einen haben wir denn? So eine ganze Menge Autos dabei, wie ihr seht. Jetzt muss ich den nur finden. Und hoffen, dass die. Oder ich müsste mal nochmal gucken, was für ein Autotyp das war. Ich dachte, ich finde den vielleicht so. Der müsste das gewesen sein, ne? Ne, hinter Moon. Oder auch irgendein Old. Ne, muss ich echt gucken. Was für ein Auto bist du? Bolt Hornet. Okay, Bolt Hornet. Hornet. Da haben wir ihn doch. So, Stoßstange vorne. Ich habe nicht genug Geld. Ja, das hast du gut erkannt.
Scheinwerfer brauchen wir. Das reißt halt nicht raus, ne? Irgendwas brauche ich. So, gucken wir mal. Scheunenkarte und Bonus. Tja. Wie kommen wir jetzt an Geld? Musste ich mal kurz. Dort abstellen, da müssen wir nämlich gerade mal nach einem anderen Auftrag gucken. Bremseinrichtung muss repariert werden, Bremsen sind schlecht. Ich hoffe, dafür haben wir dann noch genug Geld. So, Bremsen sind schlecht. Dann gucken wir mal. Jetzt haben wir ein kleines finanzielles Problem. Eine Bank. Einkaufsliste. Karte. Tablet. Zubehörshop, Karosserieteile, Workshop, der ist noch gesperrt. Tuning. Ja, hier bin ich auch nur. Also Bank oder sowas gibt es ja nicht, ne, wo ich anrufen könnte. Da müssen wir mal gucken, ob wir genug Geld haben, um den soweit zu reparieren. Um so weit zu reparieren, dass wir dann genug Geld kriegen. Ich sehe schon, der hat ein Problem mit der ABS-Pumpe. Da ist sein Problem. Müssen wir gerade mal Diagnose machen. Gucken wir mal, wann wir da hinten das Gerät mitprüfen können. Sieht nicht so aus. Alles nicht toll, aber es ist auch kein Druckmanometer. Ja, ist auch eine Brücke. Okay, also das ist da definitiv nicht in Ordnung. Aber das wird teurer sein als wie die 100 irgendwas Euro, die wir da noch haben. Oder Geld. Taler. 18%, ja. ABS-Steuergerät. Da haben wir 700 kostet das. 5% Rabatt.
kriege ich denn jetzt einen schnellen, einfachen Auftrag her? Bremseinrichtung. Repariere defekte Teile des Fahrwerks. Problem mit den Bremsen. Motorsteuerung muss überholt werden. Parken würde ich auch gerade mal. Schwierig. Ich hoffe, das ist nichts zu teures. Oder wir müssen den Auftrag halt halb machen. Was mir aber ehrlich gesagt auch nicht so arg recht ist. Haben wir eine Ersatzteilliste? Repariere defekte Teile des Fahrwerks. Zwei Teile. Gucken wir doch mal. Vielleicht haben wir ja Glück. Und das sind keine allzu teuren Sachen, sodass ich das ganz easy... Oh, uns fehlen nur noch 5 Punkte. Dann sind wir im nächsten Level. Jetzt. Sehr schön. Level 6. Das hat leider kein Geld gegeben. Oder, das ist teuer. Ich müsste die schon reparieren können, das wäre halt gut. Voila. Radnabe Hinterachse. Okay, dann haben wir die zwei Teile. So. Aber ich sehe, ist die Zeit auch um. Deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.